Die ersten Eindrücke sind richtig gut. Ich glaube, wir haben als Trainerteam sehr schnell zusammengefunden, haben auch mit der Mannschaft schnell zusammengefunden, schnell unsere Idee vom Fußball auch implementiert. Die Mannschaft setzt sehr gut um, es ist ein gutes Klima in der Kabine auf dem Trainingsplatz, es wird gut gearbeitet, der Spaß ist auch dabei. Ja, das Feedback der Jungs ist gut, von dem her haben wir uns fußballerisch oder auf dem Platz sehr gut eingearbeitet und ansonsten ja auch in Nürnberg schon einigermaßen eingelebt, obwohl man, vor allem wenn man neu zu einem Verein kommt, sehr viel zu tun hat, sehr viel Arbeitszeit hat, aber wir machen sie echt gern und deswegen kann ich mich bisher überhaupt nicht beklagen. Meine Aufgaben, ja, ist natürlich wie immer als Co-Trainer den Cheftrainer in der tagtäglichen Arbeit zu unterstützen, im Austausch zu sein, Trainingsdurchführung, Trainingsvorbereitung, Trainingsnachbereitung, Spielvorbereitung, Spielnachbereitung. Da haben wir jeder so ein bisschen seinen Teil, sein Steckenpferd bei uns im Trainerteam aufgeteilt und das ist sehr, sehr vielschichtig, macht super Spaß, weil Robert uns auch viel Einfluss nehmen lässt, viel machen lässt, auf unsere Expertise auch oder nachfragt und uns viel teilhaben lässt. Und genauso stelle ich mir das Arbeiten eigentlich in einem Trainerteam vor, das von Austausch lebt. Und Robert führt die Gruppe richtig gut, sehr strukturiert. Und so ist so ein bisschen die Aufgabenverteilung.